Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo, mein Name ist Nils Kappen. Mein Name ist Jan Kappen. In diesem Part der Videoreihe zeigen wir, wie DürSync, die Verzeichnissynchronisierung, installiert und konfiguriert wird. Und wir beginnen, die ersten Benutzer zu synchronisieren. Wir befinden uns momentan auf unserem DürSync-Server. Wir melden uns hier einmal unter www.office365.de an. Melden uns an. Im Portal klicken wir nun auf benutzerdefinierter Plan. Momentan befinden wir uns bei Punkt 3. Dieser Punkt ist in Bearbeitung. Unter Punkt 3 können wir die Verzeichnissynchronisierung herunterladen. Wir nehmen hier ein 64-Bit-System, laden diese hier herunter. Und im Vorfeld müssen wir in Punkt 6 die Verzeichnissynchronisierung aktivieren. Bestätigen wir ebenfalls mit Aktivieren. Bevor wir DürSync installieren können, benötigen wir NetFramework 3.5. Dieses installieren wir über die Server Features. Ich sage Feature hinzufügen. Wähle nur das Network Framework Feature aus. Klicke Weiter. Bestätige mit Installieren. Bestätige und starte die Installation des DürSync. Im ersten Schritt gehe ich auf Weiter. Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen. Ich wähle den Ort aus. Das ist soweit erstmal okay. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, bestätige ich mit Weiter. Und wir möchten den Konfigurationsassistenten auch jetzt direkt starten. Dazu klicke ich auf Fertigstellen. Nun möchte Verzeichnissynchronisierung konfiguriert werden. Im ersten Schritt muss ich die Anmeldedaten von Office 365 angeben. Im nächsten Schritt ist wichtig zu beachten, wir wollen ein Hybrid-Szenario aufbauen. Deshalb muss dieser Haken gesetzt werden. Falls Sie nur Single Sign-On aufbauen möchten, müssen Sie diesen Haken nicht konfigurieren. Ich bestätige hier wieder mit Weiter. Nun werden die Daten konfiguriert. Hier wird jetzt die Anmeldeinformation beim Office 365 und die Anmeldeinformation von unserer AD getestet und anschließend werden die ersten Benutzer schon direkt in die Cloud übertragen. Das kann ich, indem ich jetzt sage, Verzeichnisse jetzt synchronisieren. Muss ich wiederum einmal mit OK bestätigen. Und die Synchronisierung wird jetzt beginnen. Nachdem wir nun unsere Synchronisation aktiviert haben, können wir das Ganze überprüfen, indem wir in dem Portal unter Verwaltung auf die Benutzer draufklicken. Und wenn wir eine Zeit lang gewartet haben, in unserem Fall waren es jetzt gerade knapp 2 Minuten, dann sehen wir, dass die Benutzer, die lokal existieren auf der Active Directory oder beziehungsweise in dem Active Directory,
dass diese Benutzer bereits synchronisiert wurden. Erkennbar ist das Ganze an diesem kleinen Haken. Der zeigt an, dass diese Benutzer durch die Active Directory Synchronisation angelegt wurden. Und wir sehen auch hier, dass sie automatisch Adressen bekommen haben. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.